Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von This War of Mine. Ja, wir waren zuletzt hier bei der Planung der Nacht vom Tag 2 und Pavel natürlich wieder als Plünderer und die beiden gehen jetzt schlafen. Ja, ohne Wache, ich riskier's mal. Momentan können wir auch nichts anderes zu machen, zu tun. Ja, zwei neue Orte. Die Kirche der Heiligen Maria. Die Kirche der Heiligen Maria ist immer noch der Treffpunkt der Einheimischen. Pfarrer Oleg ist dafür bekannt, wohltätige Arbeiten zu leisten und den Armen Unterschlupf zu gewähren. Vielleicht hat er etwas zum Verschenken oder Tauschen. Dieser Christel hinter der Kirche ist verwüstet und verlassen. Wir könnten dort einige nützliche Materialien finden. Da gibt es etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile und Vorsicht ist geboten. Also es scheint auch nicht ganz sicher zu sein. Und die Autowerkstatt. Vor dem Krieg konnte man hier seinen Wagen reparieren lassen. Es war ein anständiges Familienunternehmen. Ein impulsiver Sohn und sein alter Vater. Wenn sie immer noch hier leben, sind sie vielleicht bereit, mit uns zu handeln. Wir könnten zudem viele nützliche Teile und vielleicht etwas Lebensmittel finden. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, etwas Medikamente, eine Menge Teile. Möglicher Handel, an hier könnten wir eventuell noch nebenbei handeln. Und vorsichtig geboten. Aber wir wollen ja erstmal in den bombardierten Haus zurück, wo ein Tag vor einem Tag besucht, 39%, also heißt, es wurde schon geplündert, man sieht auch schon weniger geworden. Hier sind auch echt nur noch Materialien und so. Das brauchen wir aber momentan. Dann sag ich mal, wir gehen mal hin. Wie gesagt, ich nehme erstmal nichts mit, wir nehmen sehr viel Holz und so mit und die nehmen ja schon sehr viel Platz weg. Dementsprechend gehen wir mit nichts los. So, da liegen auch schon die ersten Rohstoffe. Alles nehmen. Im Kühlschrank ist auch ein bisschen Holz, ein bisschen Materialien. Hier. Alles nehmen. Nehmen wir wieder gleich voll. Doch nicht was Besseres da. Ach ja, das war zu, okay. Ja. Mal hier reingucken. Also einmal von den Bestandteilen können wir noch mitnehmen. Aber ansonsten sauberes Wasser. Zucker. Ich würde sogar fast sagen, dass den Zucker einmal. Einmal Wasser und dann nehmen wir hier lieber ein bisschen Holz. Wir werden ja auch noch auf jeden Fall eine Menge brauchen. So, was haben wir hier? Ach ja, das. Mal hier. Da haben wir noch was. Was war hier drin? Genau, einmal mehr. Zack. So, dann war's das wieder erstmal. Das war eine schnelle Runde. Und Pavel ist zurück. Also konnten wir jetzt einfach nur sammeln und das war's erstmal. Mehr konnten wir erstmal nicht machen. Tag 3. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Die Nacht war ruhig. Pavel war auch der Sohn am Freund und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Ja, das war schon mal gut. So, mein Freund, guck mal nach und du guckst auch da mal nach und du legst schon mal hin. Wir können jetzt einen primitiven Ofen bauen. So, wo wollen wir den hinstellen? Platz hier. So, haben wir nicht genug und da auch nicht. Waffen lassen wir erstmal. Hungrig, ja, ich weiß. Setz dich dahin. Es dauert noch eine Weile. Der Bruno macht das schon. Ja, ich weiß.
Ja, du sollst ja weitermachen. Aber hat er einfach beendet. Einfach gegangen. So. Können wir den auch gleich abkeulen? Ne, da fehlen wieder zu viele Teile. Brennmaterialien. Können sogar eine Großportion machen. Wir nehmen da Holz. Wie viel brauchen wir? Zweimal. Also. Jetzt machen wir erstmal hier ein gutes Süppchen für die Bande hier. Jetzt gibt's hier leckeres Essen. Kommt Katja. Ah, ich würde gerne für Pavel aufnehmen. Da ist er viel unterwegs. Gehen wir mit der Katja was. Oh, ein Händler. Perfekt. Dann gehen wir den ohne auch noch wenigstens was. Ja, und Katja halt als Händlerin nämlich perfekt, denn sie ist ja eine, kann gut fälschen. Dame. So, was hat er hier? Auf jeden Fall gute Materialien, ja, und oh, Bandage und Futter und ach, ist das herrlich. So, also ich. Wir geben das. Du, wir geben das. Willst du mich verarschen? Es ist Schmuck! Der will mich verarschen. Okay, das wäre schon mal gut. Nochmal. Was könnte denn noch geben? Wir haben Bücher. Ich möchte gern das noch gerne haben. Könnten wir nur geben. Wir haben eigentlich fast nichts. Zucker? Okay. Bücher. Das sieht schlecht aus. Ich würde sagen, komm, irgendwie ein Foto müssen wir noch hinbekommen. Oh. Gut, können uns einigen. 11 Zucker für eine Dose Fleisch. Da können wir auf jeden Fall Pavla auch noch satt kriegen, sobald er munter ist. Na komm, mach mal. Gibt's noch was? Auch noch Materialien. Besonders von dem Baum irgendwie komischerweise ist sehr viel. Was hat er hier eigentlich? Reiner Alkohol. Hier Schnaps. Medikamente. Ach man. Wie viele Kräuter haben wir? Ich glaube, das müssen wir erstmal weiter sammeln, bevor wir sagen, ey, tut mir leid. Ja, geh zurück zu deinen Leuten. Du dahin und sie dahin und er erstmal dahin. So, kann er noch was? Ja, da kann noch mal eine große Portion machen. Brauche aber wieder Materialien, also zweimal Holz. Dann
kann er tatsächlich sogar noch mal für Paul was kochen. Wunderbar. Dann wird er auch noch mal das. Der Koch. Okay, guter Koch, geh mal hin. Ja. Warum nicht gemacht? Achso, weil. Ja. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall kochen. So, alle sind momentan glücklich. Haben. Okay, bis auf Pavle. Aber sonst haben wir dann wirklich momentan gute Ressourcen. Also ich bin gerade ein wenig überrascht. So, Pavle geht er. Bruno geht mal hier. Rato und Pavle futtert das mal. Guck nach neuen Nachrichten. Sie hören Radio Pokorel. Mit großem Bedauern müssen wir Sie darüber informieren, dass unser Kollege Jovan heute Morgen verstorben ist. Er wurde auf dem Weg zur Arbeit von einem Scharfschützen erschossen. Wir werden ihn vermissen. Oh, da hat schon den ersten erwischt. So. Gespielt. Bisschen Klasse. Was könnten wir nun machen? So. Ich muss leider eine kurze Unterbrechung machen, aber gleich bin ich wieder da. Und da bin ich wieder. Ja, ich muss gerade Unterbrechung machen. Ja, gehen halt schon was. Jetzt bin ich schon wieder dabei und wir können hier weiter so ein bisschen noch was machen. Boah, anscheinend nicht so richtig. Könnt ihr auch irgendwie interagieren? Sag mal hallo. Hallo. Ja, so richtig was machen können sie nicht. Ah, kann ja immer gucken, ob wir noch was bauen können. Ja, können wir tatsächlich. Wir können. Regenwasser sammelbecken. Regenwasser sammelfelder, das Kochen oder zur Herstellung von einem allgemeinen Öl, das für mehrere davon zu bauen. Einfaches Heizgerät. Können wir es upgraden? Könnten wir. Machen wir auch. Wir verbessern das gleich mal. Und gucken wir mal, was da dann so für besseren Kram zu besorgen ist. Ah, immer verdrücke ich mich. Oben waren wir auch schon. So, gucken wir mal, was es jetzt gibt. Oh, da ist auch mal einiges weiter. Wir können die Fenster und alles zunageln. Okay. Wir können eine Gitarre bauen. Und ein Sessel. Was können wir hier noch? Im Kräutergarten. Mit Hilfe von Düngemittel können wir hier eine Kräuter wachsen lassen und sich. Und sie verwenden, um Medikamente oder billige Zigaretten herzustellen. Wir können ihn verbessern und um Gemüse anzubauen. Und dann noch Kräuterwerkstätte. So einiges hier. Falle für Kleintiere. Die einzigen Kleintiere, die noch übrig sind, scheinen Ratten zu sein. Dennoch gilt Fleisch als seltene Waffe im Kriegsteil. Wir müssen nur einen Köder einsetzen und abwarten. Rattenfleisch futtern. Lecker. Nun denn. Wir haben noch zwei Häuser. Wir können eigentlich nichts machen. Oh, das verlangt 30. Wow. Also das ist schon heftig, was wir hier so an Ressourcen brauchen. Und aus dem Grund würde ich mal sagen, gehen wir doch mal hier los, oder? Alle sind ja glücklich. So. Es geht wieder Pavle plündern. Und beide gehen wieder schlafen.
Diesmal wird nicht im bombardierten Haus. Obwohl, ist noch genug da, um dass wir da mal was noch holen können. So ist es ja nicht. Tut mir leid. Also können wir auf jeden Fall noch viele Materialien holen. Ich würde auch sagen, wir gehen auch wieder hin. Diesmal nehmen wir wieder nichts mit. Und beim dritten Mal denke ich mal, müssen wir dann doch was mitnehmen, da wir dann wahrscheinlich überfüllt sind. Gehen dann mal hier runter, da war ja noch was. Genau, da. Alles nehmen. So, hier draußen war noch mal etwas. Genau der. Wir können schon gar nicht mal alles mitnehmen. Erstmal hier das. Das auf jeden Fall. Wir nehmen mal Bücher mit. Und das. Also sind wir schon wieder voll. Und das wird. Wir brauchen noch Materialien. Was bauen und so. Ja, da würde ich dann erstmal tauschen. Dann ich das hier raus. Düngemittel würde ich auch erstmal rauswerfen. Halt hier Drehtabak. Auch noch. Und. Das reinwerfen. Bücher können wir auch erstmal rauswerfen. Kaffee können wir auch erstmal Luxusgüter. Haben wir noch mehr Platz? Den Rest wird schon so mitnehmen. Also können wir. Ich habe einen Frosch im Hals. Könnt danach immer noch holen. Aber dann musst du erstmal was zum Aufbrechen suchen, damit wir das dann auch noch mitnehmen können, was da ist. Und wir sind jetzt wieder voll und wir schauen jetzt mal, was so passiert ist und was wir jetzt so aufbauen können. Tag 4. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Es ist nicht schön. Jemand hat versucht, uns auszuräumen. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Hunde und Kater wurden verletzt und die Angreifer haben ein paar Dinge mitgenommen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Ja, gestohlen haben sie einmal rohes Fleisch und einmal Wasser. Bruno wurde leicht verletzt, Katja wurde leicht verletzt. Das ist nicht schön. Ja, Pavle ist müde, den schicken wir erstmal wieder ins Bett und der ist schon hungrig. So, leicht verletzt ist auch die Katja. Legen wir aber gleich mal hin. Und der hat einen neuen Bio-Eintrag. Da sieht man hier einen orangenen Leuchten. So, meine Geschichte. Ich bin weiter herumgekommen als all meine Freunde und Verwandten. Ich habe Berühmtheiten getroffen und die Leser fanden meine Interviews lustig und prägnant. Aber wenn ich versuche, mein Erlebnis niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meine Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte sie öfter gesehen. Ja, da fing er dann auch dann an, mal über Wars nachzudenken. Du, er ist schon wieder hungrig, das gibt's doch nicht. Wir haben doch gestern noch schon gefuttert. Ja, Pavle. Ja, Bruno. Ich bin total fertig mit dem Namen. Bruno, genau. Ja. Guck mal, ob du was bauen kannst. Und aber 10 Stück davon. Was machen? Können wir das beenden? Also, so auf versuchen. Nee, macht er jetzt gerade. Wo ist das jetzt? Oh Gott, habe ich jetzt ver. Oh, ist das ein Bug? Da ist ein Bug. Nee, hier ist es. Ja, wir bauen das einfach so echt vor Plünderern safe ist. Ja, baut erstmal. Die erholen sich jetzt erstmal. Ich glaube, ich würde dann wieder Katja als Aufpasserin reinmachen. Beide sind ja nur leicht verletzt, deswegen müsste es dennoch funktionieren.
steht da was. Aber es sind noch viel zu viele Löcher. Denke ich mal. Oh. Ich brauche Hilfe. Das kennt er? Unsere Mutter ist krank. Bitte helfen Sie uns. Wir leben einige Blöcke von hier entfernt und unsere Mutter ist sehr krank. Braucht Medikamente. Hätten Sie vielleicht welche übrig? Ohne Ihre Hilfe wird sie sterben. Jetzt, da Papa mitkämpft, haben wir nur noch unsere Mutter. Helfen Sie uns, bitte, sie zu retten. Gerade Medikamente, die sind bei uns gerade auch selber knapp. Was mache ich? Also, kann es nicht nur eins geben? Na gut, die sind bis jetzt wirklich nicht schwer verletzt oder krank oder so. Na komm. Noch habt ihr Glück, meine kleinen Kinder. Ja? Noch haben wir die Ressourcen. Ja, das war in unserer Medizin. Ich mach erst kein R schlafen gehen. Und hat einen neuen Bio-Eintrag. Es ist schwierig, an Medikamenten zu kommen. Doch wir haben das richtig getan. Das werden wir noch sehen, wenn wir am Ende verrecken. Oder nicht. Zufrieden. Wow. Auch eine neue Beerdigung. Diese Kinder sind sehr tapfer. Sie riskieren ihr Leben, indem sie durch dieses Viertel gehen, um ihre Mutter zu retten. Und er ist zufrieden. So, hungrig, dann lassen wir ihn doch mal noch was futtern. Auch sie ist zufrieden. Nur bis sie geschlafen hat. Wir konnten diese armen Kinder nicht hilflos ihrem Schicksal belassen. Das wäre herzlos. Ich war am Zögern, ganz ehrlich. Ich war am Zögern. Die Medikamente werden wir sicherlich noch selber gut gebrauchen, aber was wollen wir großartig denn machen? Ja, das ist doch mal hin. Beide erholen sich. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass beide sich noch erholen. Ich wäre eigentlich lieber, dass einer am mindesten wieder fit ist. Mutter, man kann echt nichts machen. Sag ich einfach Tag beenden und dann beginnt die Nacht. Ja, leicht verletzt, das ist nicht so schön. Also sag ich mal, Pablo geht plündern, Katja und Bruno gehen wieder schlafen, denn sie sind ja verletzt. Wir können nicht verletzte Personen jetzt als Wache hinstellen. Aber das war erstmal wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn wir wieder ein wenig plündern gehen in dem bombardierten Haus. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder nicht in der Nacht ausgeraubt werden. Wenn euch das wieder gefallen hat, dann schaut wieder beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin. Tschüss.